Hallöchen und willkommen bei Minecraft mit Nizi auf ihrem Ponyhof. Ich war ein bisschen fleißig, muss ich sagen. Das wollte ich euch nicht zumuten, mir die ganze Zeit beim Dachdecken zuzuschauen. Und hier könnt ihr sehen, ich habe das Dach fertig. Juhu. Und ja, es hat eine Weile gedauert. Ich musste noch einige Ziegelsteine brennen. Das hat wirklich Zeit in Anspruch genommen. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze von innen mal an. Die Decke bzw. das Dach ist sehr hoch geworden. Ich muss mal schauen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich eventuell das so gestalte, dass ich hier hinten doch noch eine Etage reinziehe. Hier im hinteren Bereich. Und ja, da vielleicht noch irgendwie so ein kleines Café, Restaurant oder irgendwas in der Art reinsetze und hier unten dann halt Verkauf ist. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe mich noch nicht so entschieden. Ich habe ein paar Deko-Sachen mit. Ich glaube, ich werde aber mit etwas Langweiligem anfangen. Ich hatte mir nämlich überlegt, ob ich hier vorne auf jeden Fall einen anderen Boden reinsetze. Da möchte ich nicht unbedingt Gras lassen. Ich würde das gerne mal mit Kies ausprobieren, wie das aussieht. Stellen wir mal das so schön vor mit so einem Kiesweg. Aber wie gesagt, ich schaue mir das erstmal an. Holz wollte ich nicht. Ich wollte schon irgendwie ein natürliches Material. Man könnte natürlich auch den Weg so gestalten wie da hinten, dass man einfach mit der Schaufel draufhaut. Aber das Problem ist, dass dann die Sachen ein bisschen, also wenn man da Sachen draufstellt, die dann halt ein ganz bisschen in der Luft stehen. Und das finde ich dann nicht so schön. Deswegen denke ich, müssen wir hier irgendwas anderes nehmen. Jetzt habe ich hier irgendwas unter meiner Maus. Sorry. Das musste mal sein. Vielleicht mache ich das auch nicht ganz so quadratisch, sondern runde das irgendwie ab. Mal schauen. Ich gucke mir das erstmal an, wie das überhaupt aussieht damit. Das machen wir mal da weiter. Sonst kommen wir nicht mehr unter die Maschinen. Truhen, Werkbänke, Betten, alles was da halt so rumsteht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir hier vorne noch irgendwo einen schönen großen Baum hinsetzen. Mal gucken. Also die werde ich da auf jeden Fall irgendwann früher oder später eh abreißen. Da habe ich noch ein paar zugesetzt. Ich habe mir hier noch ein paar mutierte Blätter abgebastelt und habe hier noch ein paar Bäume zwischengesetzt. Ich weiß nicht, ob die da wachsen, ob die genug Platz haben. Aber das werde ich ja sehen. Also mit dem Kies, das finde ich eigentlich schon mal gar nicht ganz so schlecht. Und dann hatte ich mir überlegt, ich habe ja hier diese Pflanzen von Rustic oder aus dem Rustic Pack. Und die finde ich eigentlich ganz nett. Jedenfalls so einige hier, die rosanen und die weißen. Vielleicht auch diese, die könnte man dann eventuell hier vorsetzen. Denn ich finde ja diese Minecraft-Pflanzen nicht ganz so toll. Das probieren wir einfach mal aus. Vielleicht sollte ich auch noch eine Wasserquelle drunter setzen. Was haben wir? 1, 2, 3. Ich hing eben total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So war das nicht gemeint. Oh, jetzt kriege ich das nicht wieder. Na egal. Habe ich denn noch Wasser dabei? Nein, ich habe noch nicht mal einen Eimer dabei. Ich habe die irgendwo gelassen, aber wo? Ich habe mir schon ein ganz bisschen Dekokram hier eingesteckt und auf jeden Fall Holz. Hier habe ich noch eine Leiter. Da könnte man vielleicht auch noch irgendwo eine Leiter hochführen zum Dachboden. Mal schauen. Ach so, ihr habt noch gar nicht genau gesehen, wie ich das Dach gebaut habe. Wow. Ich habe jetzt da einen Giebel gemacht. Das kann man ja sehen. Und auf der anderen Seite natürlich genauso.
Da ist der Giebel. Können wir jetzt mal komplett drumherum latschen. Und hier ist wieder komplett Dach. Ich habe auch keine Dachfenster eingebaut. Ich denke, das kann man immer noch mal machen. Und wo ich gerade die Hühner gehört habe, Bonnie wollte mal wissen, wie es denn in meinem Hühnerstall aussieht, weil ich ja jetzt die Hasen vermindert habe, aber da sieht es noch genauso aus. Also das ist alles noch okay. Die vermehren sich nicht. Aber irgendwie sind hier ständig mehr Schafe. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Und irgendwie sehe ich einen Hasen gerade nicht, aber das ist egal. Ja, dann muss ich mir mal einen Wassereimer besorgen. Und ich muss mal schauen, ob ich im Keller noch ein paar Pflanzen aus dem Rustic Pack habe. Wo habe ich meine... Ach, hier habe ich einen Eimer drin. Das ist sehr gut. Ach, übrigens habe ich meine Totenproduktion ein wenig automatisiert, so halbautomatisiert. Deswegen steht jetzt die Küchenspüle hier unten. Da bekomme ich das Wasser her. Das läuft dann hier in den Barrel rein. Und hier habe ich dann immer den Ton reingeworfen. Der ist dann automatisch in den Barrel gegangen und dann hier durch den Trichter wieder hier rein. Da könnt ihr sehen, ist der Ton dann angekommen. So, jetzt wollte ich nach den Rustic-Pflanzen noch gucken. Da haben wir noch Wind. Distel und Chilischoten. Ich weiß nicht. Ich glaube, da kann man keine Pflanzen draus machen. Die Schote bleibt Schote. Also man bekommt da irgendwie keine Samen raus. Jetzt hat mich der Block da etwas irritiert. Ach so, dann müssen wir natürlich auch hier unten das Wasser holen. Normalerweise könnte ich das wieder abbauen, aber... Das kann ich auch irgendwann nochmal machen. Alles kein Ding. Ich denke, wir wollen da erstmal weiterbauen. Auf jeden Fall möchte ich da gerne erstmal weiterbauen. Ich finde es eigentlich ganz nice geworden. Mal was anderes. Das ist doch eigentlich falsch, was ich hier mache. So muss doch das. Wie viele Blöcke habe ich denn da abgerissen? Ich weiß sowieso nicht, ob das was bringt mit dem Wasser da unten drin. Keine Ahnung. Aber das werden wir sehen. Okay, ich habe gerade gesehen, dass wir gleich schlafen müssen, beziehungsweise dass ich gleich schlafen muss. Brauche ich denn eine Hacke? Ich glaube, ich muss die auch hacken. Habe ich hier irgendwo... Ich hatte hier doch eine Truhe hingestellt... Beziehungsweise ein Fass, das ist natürlich weg, weil ich ja einmal meine Welt gelöscht hatte aus Versehen und die habe ich scheinbar nicht wieder hingestellt. Dann muss ich da hinten wieder hin. Habe ich denn überhaupt noch... Ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar und die Truhe ist auch voll. Tja, da hilft nur eins. Bisschen Zeug in den Rucksack packen. Gut, dass wir den dabei haben. Packen wir mal das rein, was wir am wenigsten brauchen. Hier so ein Stack Erde können wir da auch noch mal reintun. Und dann dürfte das auf jeden Fall an Platz für eine Hacke reichen. Die holen wir uns schnell da hinten aus dem Garten weg. Also mein Garten, toi toi toi, es wächst und gedeiht noch alles. Ja, sehr schön. Denn ich hatte ja das so eingestellt, dass die Viecher mir nichts mehr wegfressen können. Also die halt was essen, also zum Beispiel so ein Grasbüschel essen, aber der dann nicht verschwindet. Und ja,
hoffe, das funktioniert auch weiterhin so. So eine weiße hatte ich nicht. Dann pflücken wir uns da mal was ab. Pflanzen da gleich wieder eine hin und eine hier noch. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn die gewachsen sind. Ich würde mir jetzt echt wünschen, hier so. Jetzt habe ich eine Idee. Ich wollte gerade sagen, so einen kleinen Zaun, wie man es manchmal hat, so eine Rabatte, sagt man auch, dahin zu setzen. Aber mir ist gerade eingefallen, ich habe ja hier die aus der Architekturwerkbank. Setzen wir da auch mal welche hin. Sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, weil man die Blumen da noch nicht sieht. Aber ich denke, wenn die gewachsen sind, wir werden das jetzt einfach mal so lassen. Und ich denke, das gleiche bauen wir hier auch hin. Zack. Jetzt habe ich wieder kein Wasser. Hatte ich hier nicht irgendwo eine unendliche Wasserquelle? Ich brauche unbedingt eine tragbare, unendliche Wasserquelle. Also so ein Well praktisch. Die sind mir zu weit auseinander. Stehend. Wow, wieder mal ein Hänger ohne Ende. Jetzt habe ich nur noch drei Leisten, aber ich habe ja da die Werkbank stehen. Dann ist das nicht so schlimm. So, dann brauchen wir wieder die Hacke. Weiß ich, eigentlich würde ich hier eventuell ganz gerne auch, jedenfalls hier außen und hier, na hier weiß ich nicht, aber hier ganz außen würde ich ganz gerne so einen Pflock hinmachen. Wie ging das nochmal? Jawohl. Einer reicht nicht. Machen wir den erstmal zwei. Nee, ich würde den eigentlich doch ganz gerne drei hoch machen. Ich habe noch Holzpflöcke, glaube ich. Irgendwo. Und dann nehmen wir auch die Chilis, glaube ich. Die finde ich farbenintensiver auf jeden Fall. So, und dann bauen wir uns gleich noch ein paar neue Leisten. So nicht, da brauche ich Holz für. Wo waren die? Da, das sind sie. Die reichen erstmal vier Stück. Und immer mehr Kram hier drin. Ist natürlich schade, dass das mit der Tür jetzt nicht passt. Aber hier würde sowieso immer irgendwie eine Ecke drin fehlen. Ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist. Geh ja nicht in meinen Bioladen, du. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es gewachsen ist. So, aber wir müssen noch ein paar andere Blumen dahin pflanzen. Jetzt möchte ich nicht gleich wieder die Rosanen nehmen. Läuft, ja, super. Ganz klasse. Mist. Und die habe ich nicht nochmal. Wir könnten auch ein bisschen mit Laub hier arbeiten. So eine Art Hecke. Ach, man kann so viel machen. Ich freue mich schon. Inneneinrichtung bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Scharf, wenn du mir da in den Laden gehst, dann bist du tot. Sag ich dir gleich. Irgendwie backt das hier fest. Hau ab hier. Geh zu deinen anderen. Es will einfach nicht.
Ja, also wie gesagt, ich habe mir gedacht, eventuell noch eine zweite Etage da drauf zu bauen und hier unten dann Verkauf. Obwohl das auch ein bisschen blöd ist, wenn man dann hier irgendwie durchlaufen muss, um da hochzukommen. Gut, dann könnte ich auch im hinteren Bereich eher Verkauf machen und hier vorne, keine Ahnung. Vielleicht hier vorne einfach Kuchenverkauf oder sowas und dann hier hinten den Bioladen. Alles nicht so einfach. Ich muss mir auch noch Regale raussuchen. Auf jeden Fall möchte ich gerne mir aus dem Rustic Pack noch ein paar Sachen angucken. Quatsch, Rustic nicht. Aus dem Animania. Hier. Das brauchen wir auf jeden Fall, um Käse herzustellen. Ach, Holz und Eisen, das ist einfach. Das kriegen wir hin. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht. Ey, so ein Nest, fällt mir jetzt gerade so ein. So ein Nest auf dem Schornstein. Natürlich nicht auf so einen großen. So als Storchennest. Ich habe jetzt bloß absolut keine Ahnung mehr, wie groß die Nester sind, aber ich glaube, die habe ich auch alle abgerissen. Wenn mich nicht alles täuscht. Tütüt. Nein, Feder, dich will ich nicht. Habe ich die hier reingelegt? Ja, hier sind Nester. Juhu, ich freue mich. Hier haben wir verschiedene Eier. Das finde ich auch schon mal sehr gut, dass die verschiedene Formen haben. Die lasse ich aber erstmal noch hier drin. Sonst ist gleich alles voll bei mir. Die Truhe ist ja eigentlich schon voll. Ich kann da auch durchgehen. Ich wollte in diese Truhe nochmal schauen. Hier haben wir auch noch Nester. Na, so viele brauchen wir nicht. Wir haben hier verschiedene Milch. Auch verschiedene Milchbehälter. Und ich habe echt überlegt, ob ich da als Deko auch noch so einen Trog hinstelle. Hier so ein paar Strohballen könnte man auch mitnehmen. Da können wir auch noch gut mitarbeiten. Und ich glaube, ich muss mir ganz dringend eine zweite Truhe bauen. Das wird nie im Leben reichen. Und ich habe keine Lust, jetzt ständig wieder hin und her zu latschen. Kein Platz mehr. Mist. Komm, egal. Dann setzen wir jetzt die beiden Blumen hier einfach rein. Dann haben wir wieder wenigstens einen Platz frei, um eine Truhe zu basteln. Oh, jetzt habe ich zu viel genommen. Eine Doppeltruhe wollte ich eigentlich nicht. Weil eine steht da ja schon. Die stellen wir jetzt einfach hier hinten. Steht die halt quer, ist auch egal. Ich hatte auch mir noch diese Zaundinger gemacht. So eine Leiter würde ich auch ganz gerne da noch anbringen, eventuell. Damit könnte man auch noch irgendwie arbeiten, weiß aber auch noch nicht genau wie. Wow. Also eine Leiter könnte. Ich weiß gar nicht, ob die hier. Ah, das geht nicht. Schade. Dachte eigentlich, das würde funktionieren. Es wird dunkel, ich muss jetzt schlafen und ich höre schon Monster, das wieder unten irgendwo in einer Höhle rumkraucht. Schmetterlinge auch sehr idyllisch, passend zum Bioladen. Ich hätte ganz gerne hier eventuell auch noch ein bisschen ein paar Bänke in Grün am besten. Funktioniert das? Ja, man kann die übereinander stellen. Okay. Ach so, und die kann man immer irgendwo. Ah, alles klar. Das musste ich jetzt mal abchecken. Die kann man immer in der Ecke platzieren. Höchstwahrscheinlich verbindet sich dann kein Block. Okay, die Leiter können wir jetzt hier erstmal vergessen. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Das können wir dann irgendwann anders noch mal machen. Ich wollte gerne die Barrel haben. Wo habe ich denn die?
da. Hier habe ich noch Item-Frames eingepackt, die können wir noch irgendwo verteilen auf dem Fußboden. Ich möchte hier gerne irgendwelche Sachen platzieren. Ich weiß noch nicht, wie ich das umsetzen werde. Höchstwahrscheinlich werde ich Holz nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal das Akazienholz. Das muss nicht so bleiben. Nur mal, um zu schauen, wie das so wirkt. Packen wir mal das dahin. Und dann eventuell diese Item, also diese Glas-Item-Frames nehmen. Jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Und dann da irgendwas reinbauen. Jetzt habe ich, doch, ich habe zum Beispiel Äpfel hier, aber ich glaube, der Apfel sah blöd aus. Ja, es sieht doch ein bisschen doof aus, wenn da einfach so Äpfel drauf liegen. Da fehlt mir wieder so ein bisschen so irgendwie so ein oller Kartoffelsack oder irgendwas in der Art. Gut, aber das kann ich mir jetzt noch überlegen bis zur nächsten Aufnahme, denn die Aufnahme ist für heute erstmal vorüber. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bye bye, eure Nizi.